Sehr geehrte Finanzmarkt-Welt-Community, ich nehme Sie wieder mit in die Welt der Charts und heute habe ich ein paar spannende Sachen. Zum einen, ja, Standard. DAX stößt sich schon wieder in den Kopf, ist an die Grenzen angekommen. Dann US-Aktien weiter im Trend sehr stark unterwegs. Dann gibt es Überraschungen im Euro, sehr starken Euro. Den gucken wir uns aus technischer Sicht an. Wo sind hier Ziele? Wie können wir uns da aufstellen? Und natürlich das Thema Silber. Mega spannend. Wollte ich eigentlich erst nächste Woche an dieser Stelle bringen, aber Silber ziehe ich schon mal vor. Denn da haben wir jetzt einen richtig starken Kursanstieg gesehen und das kann zu deutlich mehr führen. Also da unbedingt drauf gucken und ich habe noch ein kleines Schmankerl zum Schluss zum Thema Wasserstoff. Kurzes, schnelles DAX-Update im Aufwärtstrend, beziehungsweise der Aufwärtstrend kippt ab, geht in eine Seitwärtsbewegung über. Da hatten wir zuletzt ja sogar die Chance, dass wir von der Korrektur her eine preisliche Korrektur in Richtung 14.800 sehen. Die Käufer sind aber direkt wieder aktiv geworden. Und da hatten wir das blaue, das zweite Szenario, beziehungsweise das war mein favorisiertes Szenario. Und aber wo wir auch gesagt haben, wenn es die Käufer schaffen, dass die 15.6, dass sie stabilisiert wird, dass sie nicht unterschritten wird, dann wäre das insgesamt auf längere Sicht ein richtig starkes Zeichen für den DAX. Und dieses Szenario sehen wir aktuell. Wir bewegen uns seitwärts auf insgesamt, wenn wir das Big Picture betrachten, auf ziemlich hohem Niveau. Sehr starkes Zeichen, Verkaufsdruck eigentlich kaum vorhanden. Also Gewinn mit Namen sehen wir momentan wenig. Das ändert sich, wenn wir unter 15.6 fallen. Und solange wir uns hier seitwärts auf hohem Niveau bewegen, stehen die Chancen weiterhin gut, dass wir einen dynamischen Ausbruch nach oben sehen, dass wir entsprechend ordentlich bestimmt nochmal Tausender nach oben sehen werden. Also 17.777, natürlich schönes Kursziel, aber soweit ist es noch nicht. Wahrscheinlich sehen wir noch ein bisschen Sommerpause, Seitwärtsbewegung. Aber darauf gilt es zu achten, auf dieses Szenario. Und jetzt, wir nähern uns dem Kopfanstoß. Szenario, dem Deckel hier oben, hier jetzt mal gucken, alle, die kurzfristig ausgerichtet sind, so Schatten oben, kleine Umkehrsignale, nochmal ein Volumenzunahme am Hoch, ein Zeichen dafür, dass wir erneut wieder in Richtung 15.6 tendieren. US-Indizes weiter stark im Trend aufwärts, da kann man sich kurzfristig in Trendrichtung positionieren, Haltedauer mit Blick auf die nächsten Tage, sprich so kleine Rücksetzer sind kaufenswert für all jene, die kurzfristig orientiert sind, selbstverständlich. Erster Widerstand 4,6, nächste Hürde 4,7, 4,750, da wird es dann schon ein bisschen schwierig, dann sind wir kurzfristig überkauft und dort erwarte ich dann auch für die US-Indizes erstmal zumindest ein bisschen Seitwärtsbewegung, wie wir es im DAX sehen, auf hohem Niveau, wäre weiter ein starkes Zeichen für neue Hochs, für neue Allzeithochs. Nasdaq hat jetzt den ersten Widerstand hier im Bereich 15.250 bis 15.500 Punkte überwunden, so wie wir es vorher schon eingezeichnet hatten. Erste Test, Gegenbewegung sieht man ganz häufig, immer wieder das gleiche Bild. So, und auch hier kleine Fortsetzungssignale wurden direkt genutzt, um den Markt weiter nach oben anzutreiben. 16.500 bis 16.750 ist kurzfristiges Short-Niveau, weil eine kurzfristige Gegenbewegung zu erwarten ist. So in dem Bereich 15.600 Punkte. Das sollte man aber natürlich nur dann ausnutzen, wenn man sich des Risikos auch bewusst ist. Denn wir haben einen bestehenden Aufwärtstrend. Jetzt laufen wir an diesen markanten Widerstand. Große übergeordnete Widerstände können auch zu übergeordneten Trendumkehrsignalen führen. Das heißt, eine Short-Position ist schon mal nicht schlecht. Wenn man richtig dick long ausgerichtet ist im Portfolio, dann macht es vielleicht auch mal Sinn, entweder eine Short-Position aufzubauen oder vielleicht mal einen Put ins Depot zu nehmen, Stops nachzuziehen, je nach Gusto. Da ist ja jeder anders ausgerichtet und das ist ja auch gut so. Da gibt es nicht irgendwie den Königsweg, sondern das muss jeder für sich persönlich entscheiden. Da muss ich einfach bewusst machen, dass ab dem Bereich 16.500 wird es wahrscheinlich erstmal ein bisschen eng und da kann ich mir gut vorstellen, dass dann auch in den USA so ein bisschen Sommerpause einsetzt. Bis wir dann in Richtung Herbst wieder, ich sag mal schon ab September tendenziell, wieder richtig Musik im Markt sehen können.
Am spannendsten ist eigentlich der Dow Jones. Warum? Weil er momentan noch nicht spannend ist, weil wir im Dow Jones immer noch hier an diesem Widerstand kleben. Aber die Käufer, die knabbern schon da oben. Wir haben hier so ein erstes Gap gesehen und dann brutal spannend, so leicht tiefere Tiefs hier. Wenn ihr sowas seht im Chart, das sind richtig gute Einstiegsmöglichkeiten. So, und jetzt hängen wir hier oben auf hohem Niveau. Wir knabbern, die Käufer beißen alle limitierten Verkaufsorders da oben weg. Und wenn die Verkäufer hier tatsächlich mal aufhören, immer nachzustacken, immer wieder Positionen da oben abzuladen, dann ist mit Dynamik zu rechnen. Dann geht es wahrscheinlich schnell. Und zwar in Richtung 36.400 bis 36.800 Punkten. Jetzt, damit es wieder heißt, Kurse können steigen oder fallen. Was machen wir denn jetzt? Ist ja immer wichtig. Was nehmen wir daraus mit? Entweder, also A, wir platzieren uns hier unten einen Alarm. Wenn das Tief unterschritten wird, wieder kleine Umkehrsignale generiert werden, können wir einsteigen. Wir können hier auch ein Kauflimit setzen mit Stop-Loss eng drunter. Geht auch. Darauf achten, kurzfristig, die nächsten Tage, weil wir häufig nur, es sieht schon danach aus, dass diese Korrekturformation, dass sie abgeschlossen ist. Kurzfristige Gegenbewegung, Schatten unten, so wie wir es in den anderen Indizes gesehen haben, können Startschuss für den Ausbruch nach oben werden. Also darauf gilt es zu achten. In den nächsten Tagen so Schatten unten und die Rakete kann losgehen. Die Euro-Rakete, die ist auch gestartet. Und zwar wahnsinnig. Hier hat man gesagt, dass leicht höhere Hochs immer Zeichen für eine Abwärtsbewegung. Ein eigentliches Ziel 105, 106 wurde knapp verfehlt. Und jetzt zuletzt Raketenanstieg nach oben. Ursprünglich hatte ich hier auch mit Verkaufsdruck gerechnet. Da lag ich falsch. Die Käufer sind brutal hier. Das Niveau wird wie durch Butter. Sind wir da durchgelaufen. Das nehmen wir hin, akzeptieren dieses Zeichen und wissen jetzt, okay, laufen wir weiter nach oben. Hier dieses alte Widerstandsniveau, wo da waren mal Käufer aktiv, waren mal Verkäufer aktiv, waren Verkäufer aktiv. So, wenn wir nach oben laufen, das wird wieder zur Unterstützung. Da werden tendenziell Käufer aktiv, um den Markt in Richtung 1,16, 1,17 nach oben zu treiben. Mögliches Einstiegsniveau, mögliches Kursziel plus sogar Short-Niveau, um hier auf eine Gegenbewegung zu spekulieren. Punkt. Und jetzt gucken wir uns das Silber an. Verbraucherpreise haben hier in den letzten Tagen den Silberpreis ordentlich nach oben gedrückt. Da kam wieder Spekulation, dass Elon Musk irgendwie seine Finger im Spiel hat, dass er eine Silbermine aufkauft. Grundsätzlich für mich ist der Chart wichtig, denn der zeigt mir das tatsächliche Verhalten der Marktteilnehmer. Und die sagen bullish. Die haben das Widerstandsniveau, wurde überschritten, heißt kurzfristige Rücksetzer, ist ein Kaufniveau mit Ziel, sagen wir 26,5 bis 27,5. Gute Chancen aber auch, dass wir bis 29,50 laufen. Was da passiert, tendenziell nochmal ein Rücksetzer. Und dann ähnlich wie im DAX, wenn wir das auf hohem Niveau sehen, dann sind auch später deutlich höhere Kurse möglich. Also hier kann gut sein, dass der Startschuss für eine große übergeordnete Aufwärtsbewegung gefallen ist. Kein Trade ohne auch ein negatives Szenario, beziehungsweise was will ich jetzt nicht mehr sehen, was darf nicht mehr passieren zu Kurse unter 24. Also sag mal, da könnte man auf aktuellem Niveau einsteigen. Stop-Loss im Bereich 24, wichtig, Sicherungsnetz, weil wir nie wissen, ob wir richtig liegen. Wir können einfach nur die Wahrscheinlichkeiten ausloten. Und der Kaufdruck hier zeigt uns, dass es einen Switch gegeben hat. Ja, vom Verkäufermarkt in den Käufermarkt. Rücksetzer, Einstieg, Kursziel nach oben. Wichtig, keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Macht euch eure eigenen Gedanken. Das Ganze dient natürlich nur Schulungszwecken. Und am Ende des Tages muss jeder das Knöpfchen selber drücken und Verantwortung übernehmen. Wenn euch auch das Gold interessiert, wenn euch Minenaktien interessieren, denn da haben wir auch einige, die richtig, richtig spannend sind, dann guckt gerne Video auf meinem Kanal. Habe ich, vorgestern veröffentlicht zum Silber, zu Minenaktien. Mario Steinrücken, abonniert natürlich auch gerne meinen Kanal, guckt euch das Video an, wenn es euch gefällt, seid mit dabei. Zu Anfang hatte ich von einem kleinen Schmankerl gesprochen und ich habe was.
Wir gucken uns den Global X Hydrogen ETF an. Also Wasserstoff, richtig verprügelt, was aber eine gute Chance ergibt. Warum? Wir haben hier das Tief zuletzt unterschritten. Dann haben wir hier ein Verlaufstief gebildet, Gegenbewegung. Das Tief wurde nochmal angelaufen und wir sehen wieder eine Aufwärtsbewegung. Wir haben eine gute Chance, dass sich hier eine längerfristige Bodenbildung zeigt und dass wir wieder deutliche Kurssteigerung sehen. Das Ganze, klar, in dem ETF sind ja auch Einzelaktien drin. Guckt euch da mal hier Ballot Power und Co. an. Die sind aus charttechnischer Sicht gar nicht mal so uninteressant. Ich habe sie mir alle auf die Watchlist gelegt, um hier bei entsprechenden Signalen mit dabei zu sein. Sowohl im kurzfristigen Bereich, aber auch längerfristige Haltedauer ist die Aktie oder sind die Aktien, ist der, die ganze Branche momentan mega, mega spannend. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Start in ein hoffentlich wunderbares Wochenende. Genießen Sie auch mal die börsenfreie Zeit.